Ja, liebe Freunde, Hexe plus Kessel gleich Hexenkessel. Ja, ich hatte ja die Tage schon angedroht, dass ich euch diesen Clan einmal kurz vorstelle. Also herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Hexenkessel 8816. Und wir gucken einfach mal in die Clanbeschreibung rein. Wer hier mitrühren möchte, muss erst ein paar Zutaten mitbringen. Erstens Spenden der Hexe, immer. Auch nicht schlecht. Zweitens CK Grün. Zweimal angreifen Pflicht, nicht nach Absprache, drittens Chatbeteiligung und viertens wohlerzogen sein. Und es ist ein Ü16-Clan, also nicht wie wir ein Ü18-Clan, sondern ein Ü16-Clan. Und ihr seht das hier, es ist eigentlich ein relativ normaler Clan. Es sind so ziemlich alle Rathausstufen vertreten. Ich glaube, ich habe hier keinen 11er gesehen, sondern ausschließlich 10er, 9er, 8er und drunter. Und wir haben hier, oder ich habe hier ja meinen letzten CK mit meinem Rathaus 9 gespielt, denn in 3 Stunden ist mein Rathaus hier auch fertig, also Doppelstress hier für Toto. Rathaus 10 aufbauen ist ja auch nicht gerade im Pappenstiel, aber mal gucken, wie mir das gelingt, und wir gehen einfach mal in den letzten CK rein. Ja, hier sind wir im letzten CK und ihr seht das hier, wir sind auch ganz gut abgepumpt worden, kann man nicht anders sagen. Das Doofe ist, wer nicht kommt zur rechten Zeit, muss zeigen, dass was übrig bleibt, denn mir ist ja eine Wartungspause dazwischen gekommen. Ich habe die überhaupt nicht mitbekommen. Das hat man mir heute erst bei den True Warriors gesagt, dass wir eine Wartungspause hatten. Und deswegen, ja, nehmen wir mal das mit, was wir hier kriegen konnten. Denn so ein bisschen hat es mich hier gewurmt, muss ich sagen. Also an einer ganz bestimmten Stelle. Also Hexe, sieh mir das nach, aber ein bisschen kritikfähig musst du jetzt von mir nachher ertragen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und Einsicht kommt halt unter Umständen dann erst später. Aber wir schauen uns hier erstmal ein Rathaus 9 Fight an, von Luxus auf die Nummer 5, also 5 auf 5. Hier war erstmal, weil es ein sehr kleiner CK war, haben wir erstmal Nummer gegen Nummer gemacht. Und ja, das war eigentlich erstmal in Ordnung. So der erste Schwung war super auf unserer Seite. Und auch der Gegner hat ganz nett angegriffen, muss man auch mal so sagen. Und entscheidet sich hier für einen Golaloon. Ah, wunderbar. Sehr schön. Golaloon mag ich ja nach wie vor, die Angriffstaktik. Ihr habt das ja gestern bei mir im Video hoffentlich gesehen. Sonst linke ich euch das oben einfach nochmal rein. Aber in dem Video von gestern habe ich live mit dieser Taktik hier angegriffen. Also mit dem Golaloon. Bola, fast so das Gleiche. Man könnte meinen, der Luxus schaut meine Folgen. Aber ich weiß es natürlich an der Stelle nicht. Er hat hier natürlich etwas schwerere Luftabwehren zu bewältigen. Dafür ist der Rest noch nicht ganz so hoch. Und macht er ja aber gut. Kam gut in die Base rein. Und Queen richtig schön spät gezündet, dass er hier seine Bogenschützin, die Kleinen, jetzt auch mit zum Cleanup hat. Und schön natürlich, dass die Loons, oder so viele Loons noch da sind. Schade eigentlich, dass hier der letzte Lava-Hund nicht nur mit aufploppte. Oder nee, es sind sogar beide am Leben. Donnerwetter, dann haben die gut getankt hier, und die Loons sind gut durch die Base durch. Die helfen natürlich beim Cleanup, aber die Loons machen jetzt natürlich schön Flächenschaden. Wir bleiben mal hier oben drauf. Ah, die sehen schon schick aus, die Loons auf Level 6 und 7, schön schwarz. Also das, als ich angefangen habe mit Clash of Clans, habe ich mir gedacht, Alter, sind die gefährlich, die Loons. Oh, die sehen so böse aus. Sind sie auch, gar keine Frage. Und immer noch eine schöne Taktik hier mit den Hunden und den Loons. Und er hat ja noch richtig viel hier in der Base noch zusätzlich drin an Truppen. Also hier haben auch die Golems ihre Arbeit richtig schön getan. Wunderbar hier an der Stelle. Jawohl, das sind 3 Sterne gewesen. Und wir gehen hier einen weiter. Ich muss mal schauen. Das war jetzt 5 auf 5, glaube ich. Jawohl, 5 auf 5. Hier haben wir leider einen Stern verschenkt, muss man einfach mal so sagen. Und den verschenkten Stern gucken wir uns auch an. Ich hatte an der Stelle oder zu diesem Zeitpunkt eigentlich gesagt, ich halte das mal eben an. Ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich gesagt, ich drehe jeden Neuner, also tatsächlich mal mit Ansage. Und auch der hier wäre, ich meine, wenn man es richtig macht, man muss hier nur eine Luftabwehr schaffen und vielleicht einen Feger hier, also den Feger, die Luftabwehr hier und die Queen. Und dann fliegst du über diese Base
Eigentlich auch mit dem Golalun. Ich weiß nicht, warum sich die Hexe hier für so eine Armee entschieden hat. Vor allen Dingen, die Riesen haben immer Nachteile. Riesen fliegen. Riesen können fliegen, Golems nicht, habe ich auch geschrieben. Ich meine, ich habe jetzt heute auch mal bei meinem Rathaus Elver Riesen genommen, oder die bei mir getankt haben. Das habe ich aber bewusst gemacht, weil ich gegen Single Infernos kämpfen musste. Und da sind mir auch gar nicht so viel weggeflogen. Also ich hatte genug Truppen noch dahinter. Und aber hier, das ist ein bisschen ärgerlich. Und viel zu wenig Magier dann hinter dem Drachen. Das dauert viel zu lange. Alle Riesen hier gestorben und die Walküren rennen überall hin. Ja, wirklich überall. Und jetzt kommt die Queen erst mit ins Spiel geschehen. Die Loons sind immer noch da und werden auch die Magier da noch fast noch schaffen. Also, Mann, Mann, Mann. Der Stern war wirklich so ein bisschen vergoldet, dass das nur zwei wurden, muss man sagen. Denn das war auch eine luftschwache Base hier. Und mit zweier Lava-Hund und sechser Loons, ich weiß gar nicht, vielleicht hat die Hexe den auch schon ein bisschen mehr. Und den mehr vor allen Dingen an Zauber und die relativ starken Helden hier für diese Base hier. Also wenn wir ehrlich sind, das ist ja ein Opfer. Und Hexe, da musst du noch ein bisschen ran. Ich meine, vielleicht nimmst du einfach auch mal Hexen. Und denn ich habe im ersten Angriff tatsächlich Hexen genommen. Den kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Und habe damit 3 Sterne geholt. Das ärgert mich unheimlich, weil ich ja auch selten mit Hexen 3 Sterne hole. Aber ich meine, der Clan heißt nicht umsonst Hexenkessel. Hier sind Hexen. Nein, hier sind natürlich keine Hexenpflicht. Aber trotzdem habe ich sie hier genommen. Und ich meine, wenn man hier auch schaut, wie die Base aufgebaut ist, klar, hier sind natürlich etliche Sprungfallen zwischen diesen einzelnen Abteilungen. Also auch mit dem Gohok ist es schon relativ schwierig. Der muss schon gut Surgical gekommen. Und aber trotzdem, hier hätte eine Luftabwehr wegmachen können oder müssen. Und den Rest überfliegt man hier einfach. Das hat auch der letzte Angreifer hier gedacht, dass er die Base mal eben mit Drachen macht. Aber die fliegen natürlich nicht in die Base. Die fliegen erstmal richtig schön außen rum und immer schön am Rand. Also auch das war leider ein Schlag nach hinten. Und den gucken wir uns auch an, denn den habe ich auch noch nicht gesehen. Wir schauen hier mal weiter. Das war jetzt mein zweiter Angriff hier auf die 3. Auch hier habe ich ganz klar mit Ansage gesagt, ich drehe hier jeden Neuner, weil die waren hier oben wirklich für meine Verhältnisse jetzt. Entschuldigt bitte, hört sich großkotzig an, aber ist gar nicht so gemeint. Aber für meine Verhältnisse waren das hier schwache Bases. Da habe ich schon durchaus stärkere Gegner machen müssen. Natürlich kann da auch mal was dazwischen kommen, gar keine Frage. Kann mal richtig Kacke laufen, aber hier, eigentlich wusste ich es. So ein bisschen zumindest, ja, also... Ich sag mal, hier habe ich einfach so ein bisschen die Pflicht erfüllt. Queen weg, CB weg. Und die Base ist so eng gestaffelt, ihr seht das hier. Ja, den Rest erledigen hier doch die Hogs. Und ein Golem geht jetzt noch mit rein. Der King geht jetzt noch ganz behende hier mit rein. Und der Sprung war ein bisschen doof. Ja, okay, für einen King war der Sprung jetzt noch ganz gut. Denn er ist in der Mitte. Und auch der Golem ist jetzt schön in der Mitte. Und da gibt es natürlich richtig Feuer. Und komme dann von links hier mit meinen Hog rein und ruhig über die King-Seite. Das habe ich mal so in Kauf genommen. Habe aber hier hinten immer jeweils kurz mal einen Riesen vorgesetzt, denn hier links hat der Riese mir eine Riesenbombe ausgelöst, einfach nur zum Ablenken. Der ist jetzt auch weg, ist auch nicht so tragisch, aber ich denke mal, so für so eine engmaschige Base hier, wo du eigentlich ja weißt, da kann ja keine Riesenbombe drin sein. Und auch wenn noch nicht mal eine drin ist, ich meine, hier lag nicht mal eine Doppelbombe, sondern alle 4 Bomben lagen ja nun irgendwo außen. Und mit der Masse an Hogs hier, okay, der King tut mir jetzt auch nicht mehr weh. Ich habe noch meine Queen, die kann ich noch zünden für ein Cleanup. Das mache ich, glaube ich, jetzt auch, damit ich ein bisschen mehr Truppen hier in der Base habe. Denn es ist noch ziemlich viel über gewesen und so viel Zeit war gar nicht mehr. Ich glaube, hier waren es noch so 59 Sekunden oder so. Die Zeit zählte ja nur die Kampfdauer runter und nicht die echte Dauer, die da ist. Deswegen ist das immer so subjektiv, also etwas anders zu sehen. Und aber ihr seht das hier, ich habe richtig viele Hogs und die lösen nicht mal noch außen was aus. Also hier vorne war eine Riesenbombe und ja, eine habe ich mit dem Riesen ausgelöst, den Rest nicht. Ach doch, da oben ist noch eine. Ah ja. Ja, aber so kann man es eigentlich machen. Und habe mein Punktekonto hier so ein bisschen hochgeschraubt. Ist ja auch mal nicht so schlecht. Den können wir uns leider nicht mehr anschauen. Ah, und den leider ja auch nicht mehr. Ja, das
ist so ein bisschen hinderlich hier, deswegen wird das auch eine etwas kleinere Folge hier. Aber hier hat man, ich hätte fast gesagt, Mr. Großhals hatte ja angekündigt, ich halte auch das mal an. Ich meine, das kann man auch machen mit so einer Armee hier gegen so eine Base. Das ist überhaupt keine Frage. Vierer Drachen, kleines Heldenpärchen. Aber ich habe vorher gesagt, nimm vier Blitz und zwei Erdbeben. Und dann machst du zwei Lars weg und den Rest überfliegen hier die Drachen. Nee, ich habe schon als RH7 RH9er gemacht. Na, dann hau mal rein, habe ich gedacht. Mal sehen, wie das hier wird. Und wer letztendlich die Tipps dann nicht annimmt, die man für so eine Base hier gibt. Die Drachen sind, finde ich, viel zu langsam hier. Also mit Loons hätte man da besser unterstützen können. Also auch eigene Loons vielleicht nehmen. Und dann fliegen die hier richtig schön. Ja, ich meine, die Loons gehen jetzt rein und auch so ein Drache geht da mal rein. Aber der Rest fliegt erstmal ganz behende außenrum, weil die gehen ja nicht. Die gehen ja nicht nur auf Defense, die gehen ja auf alle Gebäude. Und dann fliegen die hier die Felder ab. Da fliegt jetzt kein Drache mehr rein. Das wisst ihr selber. Und ich meine, was sollte der Skelettzauber da? Was? Den Bombenturm da in der Mitte wegmachen? Also das hat mich schon so ein bisschen gewurmt hier, muss ich sagen. Und obwohl das hier eigentlich ein cooler Clan ist. Denn ich habe hier jetzt nur einen Clankrieg mitgespielt. War hier aber schon eine Woche vorher. War ja halt ganz unglücklich, dass ich dann in den ersten Krieg nicht mit konnte, weil ich noch nicht auf grün gestellt war und da hat man mich nicht mitgenommen, verständlicherweise. Grün stellen habt ihr ja in der Beschreibung gesehen, aber naja, was willst du machen, hätte Fahrtkette ist nicht so tragisch, das Leben geht weiter und auch hier wird das Lock sicherlich wieder ein bisschen grüner bei Clan Hexenkessel. Also wer Interesse hat hier in so einem ganz chilligen Clan, hier gibt es immer nett die passenden Truppen und ist auch ein Casual Clan, also hier ist jetzt auch immer zu einer bestimmten Zeit, nämlich in der Regel abends ganz gut was los. Tagsüber einfach Truppen fordern, kriegt man hier. Also ich hatte hier nie ein Problem, Truppen zu geben oder Truppen zu nehmen. Und so war das für mich ein angenehmer Aufenthalt. Ich hoffe, dem Clan Hexenkessel hat zumindest mein Auftritt hier auch gefallen. Auch wenn das eine oder andere leider jetzt ein bisschen großkotzig rüberkam. Ich werde hier jetzt aber erstmal den Clan verlassen, werde vermutlich zu den True Warriors gehen und dort am Wochenende, weil wir so wenig gesehen haben, gucken wir uns hier Mausi an. Ich kriege noch was live rein, das ist ja auch oft, aber CK ist einfach mein Channel-Motto. Was haben wir denn hier? Ach, ja, okay, die Mausi 7 auf 9 hier, ich glaube, unten ist schon was dicht, das wird natürlich nichts, kann man nicht anders sagen, denn die Truppe hier mit dem Rathaus 7 auf das 8er hier, das kannst du knicken, ist einfach so und ich weiß gar nicht, ich glaube auch letztes Mal habe ich schon gesagt, das gucke ich gleich nochmal nach. Wieso nimmst du keine Drachen wenigstens, dass wenigstens ein bisschen was reißt hier. Kann ja sein, dass jetzt das Rathaus fällt. Nee, das Rathaus fällt nicht. Das ist für ein RH7 hier mit Bodentruppen ein Rathaus 8 machen, der so stark ist, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also da kannst du ruhig der beste Angreifer, glaube ich, dieser Welt sein. Das wird leider nichts. Schade auch. Und jetzt gucke ich mir die Mausi aber nochmal an. Denn das kann ja nicht sein, dass jemand hier nicht sein bestes Pferd nimmt. Mausi, wo bist du denn? Oh, okay, das waren die besten Pferde von Mausi. Alles klar. Ich habe nichts gesagt, werde mich jetzt hier ordentlich verabschieden. Ich hoffe, die kurze Folge hier für den Samstag hat euch in jedem Fall gefallen. Heute Abend vermutlich Stream. Ich kann es noch gar nicht genau sagen. Ich habe nichts angekündigt. Aber wie ich bin mit in einigen CKs dabei und auch wahrscheinlich mit dem Avatar hier, das weiß ich noch nicht, ob der Clankrieg mitspielt. Oder ob ich vielleicht gleich clanlos bin. Vielleicht lande ich ja dann doch bei euch. Aber ich will natürlich jetzt erstmal ganz in Ruhe mein Rathaus 10 aufbauen. Und ich würde sagen, bis dahin. Euer Toto. Clasht.